Hallo meine Lieben und ja, willkommen zu diesem Video. Es fällt mir unheimlich schwer gerade. Ich ärgere mich gerade selbst darüber, dass mir das wieder so schwer fällt irgendwie. Aber ich habe jetzt die Kamera angemacht, um euch einfach mitzunehmen, damit ich einfach die Kraft habe, jetzt das alles zusammenzupacken für Milan, ihn fertig zu machen für seine große Reise zur Anna. Und jetzt werden wir als allererstes erstmal hier die Sachen rausholen, die ich alle brauche. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, Milan in diesen Schneeanzug zu packen. Ich glaube, das ist das Beste, was ich machen kann, dass er dann gut geschützt ist. Hier den Brief habe ich auch schon fertig gemacht, hier für die liebe Anna. Ja genau, sie braucht noch einen Magnetschnuller. Da gebe ich Milan auch einen dann mit, damit sie weiß, wo der Magnet ist und damit da alles okay ist. Das hat sie bei Luca damals auch gesagt, dass ich das machen soll. Zertifikate habe ich für Milan nicht, deswegen kann ich die nicht mit reinpacken. Also ich werde ihn auf jeden Fall einen Langarmbody anziehen, eine Strumpfhose, ein Pullover und dann packe ich ihn einfach hier in diese, in seinen Schneeanzug und dann ist er eigentlich safe und gut gepackt und ja, sicher. Kleidung ist jetzt rausgesucht, er bekommt noch eine Windel mit oder an. Dann nehmen wir die hier und er wird definitiv auch noch eine Decke mitbekommen, sein Schnuffeltuch, da muss ich auch noch dran denken. Also eine Decke wollte ich jetzt hier mal gucken, hier das wollte ich jetzt auch wahrscheinlich mit ins Paket packen, damit er, damit das ausgepolstert ist. So, ich glaube, ich habe alles jetzt. Dann würde ich sagen, hole ich jetzt meinen süßen Milan. Da ist mein süßer Schatz. Und ja, als erstes kann ich euch ja direkt mal zeigen. Das habe ich so gar nicht so nah irgendwie bis jetzt gezeigt. Er bekommt ein komplett neues Routing. Ich hoffe natürlich auch, dass er hier vorne sein Sterzchen behält. Das werde ich der lieben Anna auch nochmal schreiben, dass sie da auch mal gucken soll, dass er das auf jeden Fall behält, weil das liebe ich an ihn. Und ja, dann wird er nochmal ein wenig gefärbt. Es wird ein bisschen nochmal nachgefärbt, aber jetzt nicht, dass er jetzt komplett anders wieder ausschaut. Was ganz, ganz wichtig ist bei ihm, er bekommt einen neuen Körper. Milan hat einen Scheibengelenkkörper und leider ist es so, dass hier an der Seite das Scheibengelenk schon sehr auseinander ist. Da wollte ich halt auch nochmal mit der lieben Anna sprechen, ob da irgendwie was nochmal gemacht werden kann dran. Also, dass sie das vielleicht nochmal nachziehen kann oder so. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich damit nicht aus. Ansonsten bekommt er halt eben einen ganz neuen Körper und dann ist gut. So, Body hat er schon an. Das ist ein Langarmbody, deswegen kann ich euch jetzt die Ärmchen nicht mehr zeigen. Aber an den Beinchen möchte ich euch das kurz zeigen. Doch, man kann das echt gut sehen. Die Beinchen glänzen. Ja, also da, ich weiß nicht, ob da überhaupt Versiegelung drauf ist. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Aber deswegen, die müssen halt versiegelt werden. Ansonsten hier die Zehen. Sind eigentlich noch super gut, also muss ich ehrlich sagen. Ja, da weiß ich jetzt nicht, ob die Anna da jetzt noch mal ein bisschen Farbe drauf machen möchte oder ob sie die einfach nur versiegelt. Das wird sie dann entscheiden, wenn der kleine Mann da ist. Ja, bei den Händchen hier, die Händchen sind schon sehr blass geworden, finde ich. Die sind echt schon sehr hell geworden und ich denke, da wird sie noch mal ein paar Schichten Farbe drauf machen. Hier auch. Und hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier ist die Stelle, da ist der Magnet drin und halt auch hier der Magnet am Schnuller. Da ist dann die Versiegelung abgegangen. War für mich jetzt kein großartiges Problem oder so, aber das macht die Anna dann halt eben auch wieder schön. Hier im Gesicht ist er versiegelt. Er hat hier eine raue Struktur. Allerdings
kann er da halt auch nochmal nachversiegelt werden, weil wie gesagt hier ja auch schon so glänzende Stellen sind. Und ja, und dann halt eben die Haare, ne? Und ich liebe das ja von der Anna, dass sie halt die Haare wirklich hier bis in die Schläfe routet und auch hier oben ganz schon sehr in die Stirn reingeht, dass die Stirn halt eben nicht so extrem hoch ist sozusagen. Das liebe ich total. Das hat sie ja bei Luca auch gemacht. Von der Haarfarbe her soll er auf gar keinen Fall heller werden. Ich möchte, dass die Haarfarbe bleibt. Ich hoffe, sie hat die Haarfarbe auch noch zum Routen. Ansonsten kann er auch noch ein Ticken dunkler werden, aber auf gar keinen Fall heller. Also das möchte ich auf keinen Fall. Ich möchte schon, dass Milan auch wirklich Milan bleibt. Und genau das ist halt auch der Punkt, weshalb ich ihn ganz, ganz lange nicht weggeschickt habe. Einfach aus Angst heraus, dass er sich dann so verändert, dass ich halt keine Bindung mehr zu ihm aufbauen kann oder die Bindung halt verschwindet und ich ihn dann womöglich doch irgendwann abgebe. Und ich, klar, die Befürchtung ist immer noch da und es kann natürlich immer noch passieren, aber ich möchte da jetzt nicht drüber nachdenken. Und ja, Milan wird mein Milan bleiben und ist mein Milan. Und ich werde ja jetzt natürlich eine sehr aufregende Zeit wieder vor mir haben, gerade in der Zeit, wo er dann halt auch unterwegs ist. Wenn er dann bei Anna ist, dann werde ich wieder runterkommen, dann werde ich wieder mich beruhigen. Und sobald sie ihn dann wieder losschickt, dann hat man natürlich wieder dieses Fiebern und dieses, ja, hoffentlich kommt er gut nach Hause und wie bei Luca halt eben auch, aber das ist halt eben ganz normal, genau. Ja, Milan ist soweit fertig angezogen, jetzt kann ich ihn halt hier in den Schneeanzug reinpacken. Ich werde gucken, dass ich die Mütze ihm wieder so übers Gesicht ziehe, weil ich mag das ja nicht, wenn er eine Pampis über den Kopf hat. Das mag ich nicht. Ich fand das auch so süß bei Luca. Ich habe es bei Luca ja auch so gemacht. Und tatsächlich hat die liebe Anna es auch dann so gemacht, hat Luca die Mütze einfach so übers Gesicht gezogen, als er dann wieder nach Hause gekommen ist. Finde ich total schön. Wenn die Rebornerin so auf die, ja, auf die Sammlerinnen oder auf die Reborn-Mamis eingeht und jetzt nicht einfach so ihr Ding macht, so von wegen, nee, da kommt jetzt eine Pampers drum und Schluss. Das liebe ich ja an dem Schneeanzug hier, dass man das so richtig schön umklappen kann, die Füße und die Händchen. Da ist unser kleiner Schneemann, unser Bündel, unser Bündel, ne? Ich liebe ihn. So, jetzt kriegst du noch deine Mütze an und natürlich dein Schnuller und dann werde ich ihn in seine Reiseunterkunft packen. Das zeige ich euch jetzt aber nicht, weil ich weiß, es gibt viele, die das nicht so gerne sehen möchten. Ich weiß, er kommt wieder und ich weiß, er wird dann ja einfach wieder mein Junge sein. Er wird einfach wieder mein Milan sein und ja, ich werde ihn dann noch mehr lieben. Genau, deswegen verabschiede ich mich jetzt hier aus diesem Video, bevor ich jetzt anfange, hier richtig zu heulen. ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und Spaß gemacht, mir dabei zuzuschauen, wie ich den kleinen Mann jetzt reisefertig mache. Ich hoffe, es hat euch auch geholfen, euch so ein bisschen von ihm zu verabschieden. Auf Zeit, er kommt wieder und ja, genau. Ich würde sagen, wir sehen uns. Tschüss!